wenn die Runde zu kurz wird, dann schmeißt es wahrscheinlich weg. Ja, schau, komm mal. 3, 2, 1, go. Ja Leute, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal zu Crafted 4 und so heute mal. Hardcore SG auf dem Flintwand Sea Server. Ja. Hi. Mit dabei, Araba, genau. Ich habe mich irgendwo hier in Klerodon sehen. Nein. Also. Und immerhin eine Waffe, schon besser als gar nichts. So, die Schutzzeit ist vorbei, jetzt wird's ernst. Und zwar sage ich euch mal auch hallo. Gero, du weißt nicht, dass ich aufnehme. Und zwar auf dem play.flatmc.de Server. Ihr könnt zwar jetzt noch nicht drauf, oh nice, direkt Sword of Herobrine. Ihr könnt zwar jetzt noch nicht drauf, aber bald könnt ihr drauf. Ich weiß aber nicht, ob es dann noch Hardcore SG geben wird. Es kann sein, dass dann das normale SG wieder da ist, wo man auch die Items der getöteten Gegner aufsammeln kann. Also das ist alles noch Zukunftsmusik, das müssen wir alles noch ausprobieren. Nochmal kurz, wer das Hardcore SG nicht kennt, also Hardcore SG ist einfach nur Survival Games, nur mit anderen Items, und wenn man jemand tötet, kriegt man die Items nicht. So. Ja, ja, okay, die Items sind eigentlich nicht so wirklich anders. Naja, aber wenn zum Beispiel einer... Wenn dann ist es unbeabsichtigt. Wenn man einmal so ein Full Eisen tötet, hat man halt Pech, weil dann toppen die Items nicht. Yo. Das ist eben das Hardcore an Hardcore SG. Deswegen ist es ja so Hardcore. Ach ja. Hätte ich es überleben? Ach Gott. Ja gut. Hat überlebt. Muss halt schnell recken. Und vielleicht ein besseres Equip holen. Und das Beste ist, wir haben was gefixt an der Map. Und zwar, es gibt jetzt eine Werkbank in der Mitte. Das heißt, wenn ihr zwei Diamanten und einen Stick, könnt ihr euch einen Tierschritt machen. Das wissen wir aber erstmal schon, ob man das als normaler Spieler auch betätigen kann. Also, weil ihr habt ja alle OP gehabt, die ihr das ausprobiert habt. Nein, Katze hatte kein OP. Und bei ihm ist auch gegangen. Ja. Perfekt, dann habt ihr jetzt eine Werkbank. Ja. Was ich so alles kann. So. Also mein Equipment ist nicht schlecht, aber auch nicht das allerbeste. Nicht alles mal so. Ja. Oh, ja. Ja, da ist unser Dresen HD wohl disconnected, der im Channel war, aber sowieso für die Aufnahme nicht relevant war. Ich habe jetzt gerade gedacht, du bist irgendwie da. Hast du gerade... Oh, scheiße. Ich glaub, du bist in meiner Nähe! In der Tat. Jetzt rennt er wieder weg. Ich habe doch für eine Angel. Oh nein, da habe ich sehr Angst davor. Gott, hast du mir gerade noch gegeben. Push. Danke für den Boost. Oh Junge, musst immer weglaufen, wie so ein Noob. Oh Mann, ey, diese Runde, ey. Ja, du musst halt ein bisschen Sport machen. Ja, E-Sport. Oh, scheiße. Ach lol, jetzt kommt er ja doch. Ach ja, moin. Kann man jetzt nichts machen? Ja, ich würde sagen, weil die Runde doch ein bisschen kurz war, hänge ich noch eine hinten dran, nur für euch, Community. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Hä, das Spiel geht. Das Spiel läuft nicht. Weiß ja, was ist denn? Hä? Das Spiel geht. Scheiße. Doch geht. Ja, es muss immer resetten nach einer Zeit.
Ja gut, ich hätte halt auch keinen guten Stuff. Ich hab's eigentlich auch, ich hab dich bloß gehört, weil du gerade was gegessen hast. Ja, war vielleicht ein kleiner Fehler von mir, aber nein, jetzt auch scheißegal jetzt. Ja, egal. Boah, ich kann mich in der 5 nicht sehen, egal. Ich schon. So, da sind wir auch wieder. Und zwar, so miserabel kann die Runde ja gar nicht mehr werden eigentlich. Und da ist direkt mal eine Waffe bekommen und eine bessere Waffe bekommen. Ja, okay. Also Equipment jetzt für den Anfang gar nicht mal so besonders beschissen. Also wie schon gesagt, so miserabel kann die Runde eigentlich gar nicht mehr werden. Ich habe schon eine Runde gewonnen. Jetzt miserabel kann die Folge eigentlich nicht werden. Weil ich habe schon eine Runde gewonnen. Und wenn, selbst wenn ich jetzt verkacken würde, wäre es immerhin Gleichstand. Könnt ihr jetzt da schon denn ausmachen? Was ist? Könnt ihr jetzt nicht eigentlich schon töten? Bist du in der Nähe oder wie? Ja, ich seh dich sogar. Was gerade für 60? Oder ich mach grad für 60 nach unten. Machen wir schon dreckigen Kran da. Auch nur Müll drin in den Kisten. Also das heißt, wenn ich irgendwie Schritte höre und ich komme nicht von mir, dann ist die gewisse Person in meiner Nähe. Oh! Scheiße, die gewisse Person ist in meiner Nähe. Naja. Für mich ist auch nicht sonderlich gut, weil mein Equipment noch ein bisschen scheiße ist. Naja, also bei mir kann ich mich nicht beschweren. Okay. Ja, sei froh. Ich kann mich schon beschweren. Oh, sogar habe ich nochmal die ich habe gleich die gleiche Chestplate bekommen. Und zwar der Eisen-Chestplate, habe ich dir schon mal. Ja, die habe ich auch. Ich würde sagen, mein Equipment ist jetzt auch nicht komplett scheiße, aber ist halt auch nicht richtig gut. Naja, ich habe was Funkelndes. Und nein, ich meine nicht das Hero-Brain-Sword. Ich meine was Besseres. Angst. Eigentlich. Ich habe halt immer das Problem, dass ich immer essen muss und dann kommst du wieder angeschleppt und tust dann halt gleich schon. Denkst du, ich muss nichts essen oder was? Ja, doch schon, aber du machst ja irgendwie so, wenn ich wegrenne, du musst du nie essen. Hey, Sword of Hero-Brunner habe ich schon mal, ist schon mal gar nicht so kacke. Noch eins. Alter, hab Angst. Da ist er ja. Nein, Fallschaden! Hey, ja. Das war ja die geilste Runde ever. In Zusammenhang mit dem Fallschaden, dich kicke. Ja, also Leute, ihr seht, dass ich hacke. Also, Labymod ist der krasseste Hackline. Mit Labymod könnt ihr nicht verlieren. Also, der Hackline, der hat eine richtig krasse Killerrunde. Geht für NTPA, für Spectre, für TCC oder wie das hieß. Für Spartan, glaube ich, gab es da noch. Für Spuck. Geht auf jedem Anti-Cheat perfekt durch. Labymod, bester Cheat ever, bester Hack ever. Jetzt im Cleodon Shop. Ist so gut, der Kleine kriegt er nicht mal bei Ace. So, das war's auch mit diesem Video. Haut rein und ciao. Tschüss.